weil die Herzmuskel- und Herzbeutelentzündungen bei jungen und jungen Männern sowie bei Mädchen und jungen Frauen unter 30 Jahren nach der Impfung mit Spikewachs schließlich häufiger beobachtet wurden als nach der Impfung mit Community, war Spikewachs nicht nur plötzlich weniger beliebt, die STIKO passte auch ihre Empfehlungen an, sodass bei unter 30-Jährigen ausschließlich Community angewendet werden soll. Außerdem wird Spikewachs zur Auffrischimpfung nur noch in der halben Dosis der Grundimmunisierung verabreicht. Manch einen mag die Furcht vor einer Herzmuskel- oder Herzbeutelentzündung also von einer Corona-Impfung abgehalten haben. Jetzt ist im Journal Lancet Respiratory Medicine allerdings eine Meta-Analyse erschienen, die nicht nur das Risiko einer Myopericarditis nach mRNA-Impfung mit einem Corona-Impfstoff untersucht hat, sondern auch nach anderen Impfungen.